Einmal Mars und nie mehr zurück. An der Universität von Washington kommen Dutzende Abenteurer zusammen, die sich für einen Lebensabend auf dem roten Planeten interessieren. Hinter dem Projekt Mars One steht eine niederländische Stiftung, die bis 2023 eine bewohnte Raumstation auf dem Mars errichten will. Der Haken? Es gibt nur One-Way-Tickets. Die Rückreise wäre viel zu aufwendig und teuer. Natürlich müsste ich hier einiges zurücklassen, aber dafür warten viele neue Erfahrungen auf mich, die mit nichts vergleichbar sind, was die Menschen hier auf der Erde erleben. Das wird mein Leben komplett verändern. 6 Milliarden Dollar soll die Mission angeblich kosten. Wie viel davon bereits zusammengekommen ist, will der Chef der Mars-Stiftung nicht verraten. Er ist bemüht, der Reise ohne Rückkehr die Dramatik zu nehmen. Das klingt schon aufregend, aber denken Sie daran, dass Menschen seit jeher ihre Familien für immer zurückgelassen haben, um sich zu allen möglichen Orten aufzumachen. Das ist einfach die menschliche Natur. Und der nächste logische Schritt ist der Mars. Wer zum roten Planeten will, sollte fit sein und gut Englisch sprechen. Mehr als 70.000 Menschen haben sich schon gemeldet. Weitere interessierte Abenteurer können sich noch bis Ende August bewerben.